Was ist ein Remote Audit? Bei einem Audit besucht ein Auditor eine Organisation und prüft deren Managementsysteme, Prozesse, Produkte, Nachhaltigkeit oder Sicherheit. Bei einem Remote Audit ist der Auditor nicht physisch anwesend. Deshalb wird die Organisation an ihn übertragen und er auditiert sie aus der Ferne. Wie kann man ein Remote Audit durchführen? Audits können zu 100% remote durchgeführt werden. Es ist jedoch üblich, dass der Großteil des Audits noch vor Ort auditiert wird. Das Audit kann aus der Ferne geleitet werden, genauso können auch Co-Auditoren zugeschaltet werden. Auch wenn Experten oder Mitarbeiter von Homeoffice-Arbeitsplätzen zugeschaltet werden, spricht man von Remote Audits oder Remote-Anteilen bei Audits. Auf welche Art kann man ein Remote Audit durchführen? Die Besprechungen kann man einfach per Telefonkonferenz oder Videocall durchführen und die Dokumente per Bildschirmübertragung, per Cloud-Speicherzugriff, per E-Mail oder Post zur Auswertung bereitstellen. Für Rundgänge eignen sich zum Abfilmen die Handys und die Tablets im Unternehmen, aber auch Bodycams, AR-Brillen, Datenbrillen, Überwachungskameras oder Webcam-Aufzeichnungen. In naher Zukunft können auch Drohnen und Roboter für Audits eingesetzt werden. Auf was ist bei einem Remote Audit zu achten? Das Beispiel-Audit wurde in einem kleinen Prüflabor durchgeführt, wobei eine AR-Brille mit einem beigepackten Headset verwendet wurde. Deshalb ist der Ton nicht immer optimal und die Produktionsgeräusche im Hintergrund ziemlich laut. Wir führen diesen Teil des Audits remote durch. Ich lege die Fräsplatte mal eben weg. Und hier sehen Sie unser typisches Prüfprotokoll, das wir immer händisch ausfüllen. Anschließend wird das Ganze dann immer im Computersystem eingetragen. Ich mache mal das Licht an, damit Sie es besser sehen können. Videoübertragungen sind die Augen des Auditors vor Ort. Deshalb sollten Gegenstände und Dokumente auch gut zu erkennen sein. Die Bildqualität kann erheblich gestört werden durch zum Beispiel schlechte, ungenügende Lichtverhältnisse oder eine unruhige Kameraführung. Bei gleichzeitiger Tonübertragung bildet das Mikrofon die Ohren des Auditors ab. Die Hintergrundgeräusche aus der Produktion stören bei der Durchführung des Audits sehr. Deshalb sollten auch die Interviewpartner sehr laut und deutlich sprechen, um verstanden werden zu können. Die Mikrofone am Kopfhörerkabel können außerdem an der Kleidung kratzen. Da bietet es sich an, dass man ein externes Mikrofon oder ein Headset verwendet. Remote-Rundgänge mit Smartphones oder Tablets. Ich befinde mich jetzt hier an der Messmaschine. Die letzte Sicherheitsüberprüfung war 2019. Da ist die nächste bald wieder fällig. Als nächstes überprüfe ich die Umgebungstemperatur mit dem Laserthermometer, ob sie um die 20 Grad warm ist. Wir haben jetzt hier 22 Grad, wir warten einmal einen Moment, ob es sich noch ändert. Ja, aber es bleibt so. Jetzt trage ich diesen Wert in das Messprotokoll ein. Der große Vorteil von Handys und Tablets ist, dass keine extra Anschaffung nötig ist und dass Ersatzgeräte leicht zu beschaffen sind. Die Kameraführung ist außerdem flexibler als bei der AR-Brille, wie man beim Prüfsiegel sehen konnte. Allerdings sind die Hände nicht frei und man kann keine anderen Tätigkeiten durchführen. Außerdem ist das Bild sehr anfällig auf Verwacklungen. Hier kann man allerdings Haltevorrichtungen oder Stative als Abhilfe verwenden. Einsatz von AR-Brillen. Bevor wir das Werkstück abtasten, wiegen wir es, um das korrekte Gewicht zu dokumentieren. Ich schalte mal eben kurz die Waage an. So. Und wie Sie sehen können, wiegt das Werkstück 496 Gramm. Das trage ich jetzt in das Messprotokoll ein. Und dann können wir mit dem Abtasten vom Werkstück beginnen. Mit
der AR-Brille war der Prüfprozess deutlich leichter zu handeln und die Kameraführung war auch ruhiger als mit dem Handy. Das Bild war ausreichend gut, jedoch ist das Ganze auch von der Internetverbindung beeinflusst. Zum Beispiel der Defekt der Digitalanzeige, der war gut zu erkennen. Und auch das Dokument, also das Prüfprotokoll, konnte man ausreichend gut sehen. Ich befinde mich jetzt an der Messmaschine und werde gleich beginnen, die Freisparte mit dem Taster abzumessen. So, zuallererst die Maße, also wir wollen die untere Kante mit den 105 mm messen. Um den Taster bewegen zu können, muss ich erst die Achsen entsperren und nehme nun an der linken Seite die erste Kante als Messpunkt. Nun muss man den Punkt bestätigen und fahre an den nächsten. Das Sichtfeld des Menschen ist deutlich größer und flexibler als das einer AR-Brillenkamera. Somit kann der Ausschnitt der AR-Brille einen ungeeigneten Bereich darstellen, zum Beispiel wenn der Träger unter der Brille durchschielt. Muss ich hier am Display zwei Punkte ins Verhältnis setzen und den Abstand in X-Richtung anzeigen lassen. Das sind jetzt die 105,156. Ich sperre die Achsen und notiere die Werte. Für den Auditor war die Längenangabe auf dem Display nicht richtig zu erkennen. Der Mitarbeiter hätte den Bereich länger filmen sollen, damit sich die Kamera entsprechend fokussieren kann. Das Filmen mit der AR-Brille kann auch sehr schnell unergonomisch werden. Internetverbindung. Dass das Bild hier so stark hakt, liegt daran, dass der Internet-Repeater ausgefallen ist. Die vorhandene Internetverbindung reicht für übliche Tätigkeiten aus, ist jedoch für ein Remote Audit unzureichend. Wir fassen noch einmal zusammen. Ein Remote Audit bedeutet, dass eine Organisation aus der Ferne auditiert wird. Dabei erhält der Auditor übertragene Bilder, Videos und Daten. Für Real-Time-Remote-Audits muss eine Bild- und Tonübertragung stattfinden, damit das vernünftig durchgeführt werden kann. Und dabei ist wichtig, dass die Kameraführung ruhig ist und das Bild scharf. Bereiche müssen deswegen eventuell länger gefilmt werden, damit sich die Kamera darauf einstellen kann. Nicht alles, was ein Mensch vor Ort sehen kann, kann auch die Kamera direkt aufzeichnen. Und zwischen den Augen eines Co-Auditors oder Assistenten und der AR-Brille können Unterschiede liegen. Beteiligte müssen auf jeden Fall deutlich reden und Hintergrundgeräusche sind so störend, dass man eventuell Noise Cancelling einsetzen muss. Außerdem sind die Internetanforderungen für Real-Time Remote Audits sehr hoch. In diesem Teil des Audits sind wir durch. Ich räume nun die Messmaschine auf und ein Kollege von mir wird Ihnen den nächsten Arbeitsplatz zeigen. Auf der Skizze des Labors sieht man, dass der Büroarbeitsplatz und der untere Prüftisch in keinem der Videoclips vorkamen. Das kann bewusst durch den Mitarbeiter gesteuert werden, allerdings auch unbewusst vorkommen. Einem Auditor vor Ort wären beide Stellen nicht entgangen.